Das war ja nix. Auftrag? Das ist der Moment, wo du die Zuschauer begrüßt. Hallo. Yumi Baduya, liebe Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Mitch will mir jetzt schon alles wegnehmen, der hat offensichtlich ein bisschen Bock, was zu tun. Wir wollen heute mal wieder ein bisschen Bodenarbeit mit dem da machen. Ich bin gespannt. Geil. Und die Maus möchtest du jetzt schon klauen, die ist aber für später. Naja. Können wir loslegen? Wir können loslegen. Geil. Ich würde sagen, wir fahren. Alter, warte mal noch mal. Du musst doch in die Kamera reden und nicht irgendwo hin. Ja, wir fangen schon mal mit dem spanischen Gruß an. Oh, fein. Aber wir machen als erstes so ein bisschen mit hinlegen, würde ich sagen. Weil jetzt hat er wahrscheinlich noch Bock, sich hinzulegen. Und nachher wahrscheinlich nicht mehr so doll. Oder machen wir erst Sachen nach oben? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Hallo. Was macht er denn jetzt hier? Er geht jetzt. Er möchte sich dazwischen stellen. Er hat keine Lust mehr. Ist aber auch groß, ne? Ja. So, wenn man immer hauptsächlich neben Joey und Bay steht, dann ist das schon ein großes Tier. Ja. Was machst du? Zumindest schon mal größer als Joey und Bay. Legen wir uns erstmal hin, ja? Wir legen uns erst hin. Wir legen uns erstmal hin. Nee, erst kratzen wir uns am Bein. Okay. Dauert noch kurz. Ja. Oh, da ist ein Stück vom Hof abgebrochen. Oh nein. Probleme über Probleme. Yes. So, wir suchen uns jetzt erstmal ein angemessenes Plätzlein, wo ich ihm sehr dankbar drum bin, weil dann liegen wir jetzt nicht im nassesten Part des Sandes. Ich wollte gerade sagen, in diese Richtung sprechen ist halt richtig eine gute Idee. Was macht der? Beobachtet der dich? Ja. Jo. Tue ich. Nicht in das Nasse. Oh nein. Doch, in das Nasse. Oh. Nur da ist es spannend. Mensch, Mann. Ui, ui, ui. Gibt's erstmal einen Schmeck? Oh. Nee, bleib mal liegen. So, bleib mal liegen. Nee. Der macht das jetzt schon genauso wie die anderen. Nee, komm mal her. Mach mal richtig. Leg dich mal. Leg dich mal. So. Er macht nie das Bein runter, ne? Das, nee. Das hinten oben das jeweils. Bein, das steht immer ab. So, sagen Sie mal. Und jetzt? Jetzt, oh nee. Steht er jetzt auf? Weiß ich nicht, hoffentlich. Ich bin nicht vorbereitet. Und wie er aufsteht. Ja, da hat jemand heute nicht so Bock zu liegen, aber das ist ganz gut, weil das heißt, dass er ein bisschen motivierter ist. Willst du mir vielleicht einmal die Gerte geben? Ja, klar. Dann nutzen wir doch die Motivation. Die liegt da. Ich dachte, die liegt hinter mir. Mensch, Mann. Nee, komm. Soll ich? Bevor wir jetzt hier so einen langen Aufriss machen, bis die Gerte in der Hand haben. Ja, dann nehme ich. Gut, dass du alles auf den Boden wirfst. Dinge, die ich gut kann, Part 1. Dinge auf den Boden werfen. Wir eine Sekunde später brauchen. Ja. Oh, ist das heute löchrig hier mit dem Boden. Ja, ich wusste nicht, dass der aufsteht. Der kleine Esel. Und los geht's. Sind wir bereit? Ja, wir sind. Von tief gefilmt? Ja, warten Sie kurz. Oh. Yes. Wollte ich kurz gesagt haben. Ich habe mir gerade die Gerte vors Ohr gehauen. Trottel. Komm, ja, komm, komm. Ja, wirklich. Wow. Da kam jetzt aber auch mehr, als ich gerade erwartet hatte. Ja. Warte, wir machen den nochmal. Ja, gerne. Jetzt, wo der Mitschmann da ist. Komm, jawohl, komm. Sehr schön. Entweder kommt aber auch nix oder er übertreibt gerade. Oder ne? Volle Möhre. Alter. Wolltest du nochmal? Ja, aber von der anderen Seite, weil ich halte meinen Kopf immer nach links. Ja. Oh, warte, da muss ich mal ein bisschen weggehen. Ja, wenn du noch weiter links bist vielleicht. So links? Ja, ja. So, warte. Oh, da kommt aber auch Höhe, meine Güte. Ich filme wieder von tief und ja, los geht's. Okay. Ja. Ich bin sehr bereit. Zeig ihm erst, wie der schmeckt. Komm. Ja, sehr bereit. Gut. Nee, nicht weglaufen. Komm. Komm. Ja, warte. Nein. Nein. Du musst dich neu positionieren. Warten Sie kurz. Ja, ja. Nochmal so? Schmeckt. Wirklich, Mensch, Mann. So? Ja. Und dann, komm. Komm. Komm.
viel, diesmal kam nicht so viel, aber das reicht auch. Ah, jetzt bin ich erstmal wieder hier runter. Ich wollte eigentlich gar nicht aufs Pferd. Ja. Das ist irgendwie so entstanden. Ja. Ich weiß gar nicht, wie. Ich auch nicht. So, dann bitte sehr, verbeugen Sie sich. Na komm. Na komm, sortier dich. Sortieren Sie sich. Du hast Sortieren vergessen, ja. Ja, du hast immer noch nicht sortiert, aber du kriegst das hin. Oh, gab's nur eine Hagebutte. Oh. Ja, okay. Oh, das ist sogar daneben gefallen. Oh, ja, du musst es leider nochmal machen. Komm. So. Zwei. Aber wir wollen ja nicht nur eine Seite machen. Wir wollen ja, ja kein schiefes Pferd haben. Ja, warte, ich gehe dann auch auf die andere Seite. Macke Hagebutten ja, nicht so gerne. Gut, dass, du bist ein Schummelkönig. Gut, dass wir beide gleichzeitig reden. Ja. Mag ja Hagebutten nicht so gerne. Doch, eigentlich schon. Aber, ich glaube, du hast Hagebutten. Aber es ist kein vollwertiger Schmeck, ne? Nee, es ist nicht so gut wie so richtige, ungesunde Schmecks. Okay. Ja, es, die ist schon wieder daneben. Ich glaube, wenn mir wer ein Stück Apfel geben würde statt einem Burger, dann würde ich auch. Ja, das ist schon. Würde ich auch grantig. Eher so die Salzstange statt. Statt die Schokolade. Du meinst Salzstange statt Chips? Nee, statt Schokolade. Okay, schreibt es uns kurz unten in die Kommentare, ob ihr eher salzig oder eher süß unterwegs seid. Ich bin absoluter Chips-Fan und Jenny irgendwie so der Schokomensch. Mhm. Verstehe ich gar nicht. Schreibt es unten rein. So, Mitschmann. Ja, nach so ein paar Schmecks ist er immer in so einem Stand-by-Modus irgendwie und ist mit Kauen beschäftigt. Offensichtlich. Aber die Zähne sind gemacht. Sogar noch relativ frisch. Ja, fein. Ja. Ist einfach eine Eigenart von ihm. Ich hole ihm schon mal die Maus. Gut, die Maus wird geholt, das Pferd wird gefilmt. Bist du immer noch mit Kauen beschäftigt? Kaust du noch? Er hat aber auch eine rosa Nase einfach, oder? Ja, eine richtige Kuhnase. Rosa. Ih, es hat mich ange... Pferdespucke. Ja, wir warten jetzt ein bisschen, ne? Mein Lieblingstrick mit Mitch ist, glaube ich, das Steigen. Echt? Ja, volle Möhre. Ih, bitte. Er hat ein bisschen gesabbert. Ja, ein bisschen ist gut. Aber? Aber? Unsere jetzt, guck, oh, wie er reagiert. Hallo. Oh Gott. Du musst schon mal die Rüche. Wo ist er? Nee. Holst du die Maus? Na komm. Maus. Mitch, hol die Maus. Du musst die Maus holen, Mitch. Die liegt doch da. Hallo. Sie haben die Maus vergessen. Die hier. Okay, Mitch, jetzt aber. Komm. Ja. Okay, holt er sie? Holt er sie? Er holt sie. Komm. Los. Jawohl. Oh, ich dachte, es wäre mit mehr Elan. Aber okay, heute ist so ein gechillter Modus. Danke sehr. Prima. Das ist Wahnsinn. Süß aber auch guckt, ne? Ja, absolut. Prima. Oh, nee, noch nicht. Und jetzt. Jetzt aber. Oh, wie lahm. Ja. Aber er macht es. Aber es juckt erst. Es juckt erst, boah. Ja. Uff. Boah. Mensch, Mann! Okay, das ist die Maus. Und da ist das Pferd. Hast du ihn gerade damit abgeworfen? Nein, ich habe an ihm vorbeigeworfen. Okay. Komm! Los, komm, 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 komm! Jawohl! Komm, 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 komm! Was gibt das jetzt? Was ist jetzt mit dir? Ich versuche ihn wacher zu machen. Du versuchst ihn zu verwirren. Er kann das halt total gut, dass er die Maus einsammelt und dann wie so ein Känguru in die Luft springt. Das sieht so süß aus. Das hatten wir doch schon mal, ne? Ja. In irgendeinem. Ja, das Apportieren-Video. Mhm. Okay, Mitch, mal einmal noch die Maus. Yo. Die Maus. Wow. Ich filme sie mal. Na komm. Hol die Maus. Bringst du die her? Ja, nimmst du? Ja, ja. Gut. Okay, und jetzt?
Nice. Danke. Oh, nee, gib mir die bitte. Danke sehr. Nicht, dass wenn ich irgendwann alt und gebrechlich bin, ich nicht mehr mit ihm apportieren kann, weil er die mal auf den Boden schmeißt. Ja. Weil es so süß ist, nochmal ein Steigerli mit der Maus. Ja. Zum Abschluss meinst du? Ja, so ein tiefes vielleicht? Ja, so ein tief gefilmtes meinst du? Ja, warte, ich gehe. So, los geht's. Und dann. Fein. Jetzt kriegt man es trotz fallen lassen. Und ihr ahnt nicht, wie lange das gedauert hat, ihm zu erklären, dass bitte, wenn man dann steigt oder sowas, man die Maus festhält. Das war damals ein bisschen schwierig. Das hat er nämlich mal fallen lassen und ist dann hochgegangen. Aber er ist einfach so süß. Ja, Mitchmann, das reicht auch schon für dich, ne? Wollte ich ja gar nicht zu viel ärgern. Wir machen ja im Moment nicht mehr so viel mit Zirkustricks und da ist es natürlich kopfmäßig auch immer viel. Wahrscheinlich ist er deswegen auch immer so im Rumkauen und da wollen wir ihn jetzt auch nicht überstrapazieren und deswegen, wenn es euch gefallen hat, lass doch... Nein, das ist keine Jacke, die kannst du nicht ausziehen. Vielleicht machen wir das nochmal einmal zum Abschluss, auch wenn ich keine Jacke habe. Ich ziehe mir das irgendwie so an, dass es geht. Aber sage dennoch schon mal, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gern ein Like, ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Und denkt immer dran, jeder Tag, an dem ihr nach Pferd riecht, ist ein guter Tag. Aber wie soll ich das denn jetzt machen? Was machst du denn da überhaupt? Ja, er kann doch Jacken ausziehen. Die Jacke ist halt nicht an, Mitchmann. Er hat was im Mund, ne? Ja, die Maus. Mitch, die Jacke. Wir wissen, was wir hier tun. Ganz klare Sache. Danke sehr. Gib mal her. Was? Ja. 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 Fein. Super. Ja. Schon mal kritisch. Vorsicht, wenn man Pferden Jacken aus dem Ball bringt, weil hat man einen Pulli an, schmeißt so ein Pferd einen schon mal um. So, jetzt aber. Tschüss. Das war's zwar mit dem heutigen Video, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier bei Joey oder auch hier bei Duke. Also ich glaube, ich würde bei Joey klicken. Nee, doch bei Duke. Oder doch bei Joey. Oder erst bei Duke und dann bei Joey. Ich glaube, das klingt nach einem Plan.